Hallo, schön, dass du es in meinem Basic 2 Video geschafft hast. Ich gehe davon aus, dass du dich jetzt mit den Inhalten des Intros und dem Quader gut beschäftigt hast und jetzt bereit bist, um mehr über den Würfel zu erfahren. Ist das so? Let's go! So, zu Beginn müssen wir noch kurz klären, was denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Quader und einem Würfel ist. Drücke dafür kurz auf Pause, such dir zu Hause einen Quader und einen Würfel aus dem Alltag und komm dann mit einer Antwort wieder. Gut, ich habe zu Hause eine Taschentuchbox als Quader gefunden und einen Beschäftigungswürfel als Würfel. Was ist nun der Unterschied? Wie du sehen kannst, alle Seiten bei einem Würfel werden mit A beschriftet. Bei einem Quader gibt es A, B und C. Demnach wissen wir, bei einem Würfel sind alle Seitenkanten gleich lang. Darum sehen auch die Formeln ein bisschen anders aus als im Quader. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Was jetzt geklärt ist, lass uns einen Würfel zeichnen. Zeichne auch du bitte einen Würfel und zeichne direkt alle Flächendiagonalen ein. Wenn du dir den Würfel genau angesehen hast, bist du jetzt sicher auf die Idee gekommen, dass durch die gleichen Seitenkanten auch alle 6 Diagonalen gleich lang sind. Das ist praktisch, denn dann müssen wir immer nur eine Diagonale zeichnen und berechnen. So berechnen wir die Diagonalen. Methode 1. a² plus a² ist gleich d². Oder die Wurzel aus a² plus a² ist gleich d. Es gibt auch eine zweite Formel, indem ich zusammenfasse auf 2 mal a² ist gleich d², umforme und wenn du das teilweise Wurzel ziehen schon kannst, kannst du a mal die Wurzel aus 2 ist gleich d anschreiben. Bevor wir weitermachen, skizziere auch du bitte einen Würfel und zeichne die Raumdiagonale ein. Die Raumdiagonale solltest du schon aus einem anderen Video beim Quader kennengelernt haben. Demnach funktioniert diese auch im Würfel nach demselben Prinzip. Probier mal, ob du das schaffst. Im Würfel selbst, also im Körper, funktioniert das System auch. Ich suche mir eine Ecke aus und ziehe die Raumdiagonale zum weitest entfernten Punkt. Hier ist unsere Raumdiagonale. Wenn ich mir jetzt überlege, wie diese Raumdiagonale zustande kommt, komme ich sofort auf die Idee, den Satz des Pythagoras anzuwenden. Dafür benutze ich d, also meine Flächendiagonale, und a, unsere Höhe. Die anderen Raumdiagonalen möchten wir nun einzeichnen, denn da können wir erkennen, dass alle dr gleich lang sind und somit ist es egal, welche man einzeichnet. Es gibt noch eine orangene, eine gelbe und eine grüne. Die Berechnung der dr funktioniert folgendermaßen. Methode 1. d² plus a² ist gleich dr². Das kennen wir schon, das habe ich vorher schon erklärt. Aus dem d² kann ich nun a² plus a² plus a² ist gleich dr² aufspalten. Hier kann ich die Wurzel ziehen. Es gibt aber auch noch eine zweite Methode und dadurch komme ich auch durch Umformen. 3 mal a² ist gleich dr². Hier kann ich die Wurzel ziehen und wenn du das teilweise Wurzelziehen schon gelernt hast, kannst du hier noch weiter vereinfachen und die Formel so anschreiben. A mal die Wurzel 3 ist gleich dr. Wir gehen nun von der Theorie direkt in die Praxis. Gegeben ist ein Rubik's Cube mit der Seitenlänge a ist gleich 6 cm. Wir suchen die Raumdiagonale. Dafür müssen wir uns überlegen, welche Formel wir benutzen. Wir müssen die Werte in die Formel einsetzen, ausrechnen. Wir lassen nur auf eine Dezimalstelle runden und schreiben danach die Einheit dazu. Die Berechnung. Die Wurzel aus 3 mal a² ist gleich dr. Die Berechnung kennen wir schon von vorher. Hier kann ich umwandeln, wenn du das teilweise Wurzelziehen schon gelernt hast. Wenn nicht, kannst du in die obere Formel einfach einsetzen. Wir setzen ein, 6 mal die Wurzel 3 ist gleich dr und kommen auf 10,4 cm ist gleich dr. Da ich ja nur auf eine Dezimalstelle runde, erhalte ich dieses Ergebnis. Jetzt bist du bereit für das nächste Level. Gut gemacht! Wenn du alle Inhalte bis jetzt verstanden hast, kannst du jetzt das Mastery ansehen und zum Master der Raumdiagonale werden. Viel Erfolg!